Schweizer im Sommertraining für die nächste Meisterschaft. Ein gewohntes Bild für jeden Hockeyaner, auch beim HC Davos. Neu ist aber die Umgebung. Im neuen Trainingszentrum, das letzten Oktober eröffnet wurde, haben die Hockey Cracks zum ersten Mal die 10 Wochen Sommertrainings bestreiten. Ein Vorteil auf ganz verschiedenen Ebenen. Neben dem Goalieboden, den wir haben, also die Infrastruktur so nutzen, vor allem koordinative Sachen, die wir dort machen können. Und natürlich der Bereich, hier, wo wir uns jetzt befinden, für die Schnelligkeit. Also die Spieler, die man gemerkt hat, die haben letzte Saison vielleicht ein bisschen ein Schnelligkeitsproblem gehabt, das nicht unbedingt auf der Kraft basiert, sondern einfach, weil man es vielleicht ein bisschen weniger noch gemacht hat, hat man natürlich dort intensiver können betreuen. Und auch die Spieler reagieren gut auf den Tapetenwechsel. Neue Arbeitsgeräte, ein neuer Trainingsablauf, neue Trainingsmöglichkeiten. Ja, ist natürlich sehr schön. Ich denke, die Infrastruktur hat ein riesiges Potenzial. Wir haben den Sommer schon recht viele Sachen ausgenutzt. Ich denke, trotzdem gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Die Anlage ist wirklich top. Diese Seite haben wir ein paar neue Sachen machen und ich habe vor allem auf der anderen Seite mit dem Speedcourt mal gebraucht. Und das ist sicher sehr gut und auch Kraftraum, den wir haben und so, wir haben genug Platz, mehr Maschinen, musst weniger warten, es ist alles sehr angenehm, aber es liegt auch uns, das auszunutzen. Auf der anderen Seite vom neuen Trainingskomplex wird Schnelligkeit, Koordination und auch Technik auf dem Eis verfeinert. Auf dem Kunsteis kann die Stock- und Böckbehandlung verbessert werden. Das Herzstück ist aber die Skate-Mill, wo die Skating-Fähigkeiten des Spielers testet, überwacht und analysiert werden können. Eine topmoderne und entwickelte Trainingslandschaft für den Rekordmeister. Wir haben hier auch ein Videoanalysesystem, wo wir nachher alles in Slow Motion anschauen können und die verschiedenen Winkel messen. Wir können die Körperposition vom Spieler verbessern. Ich glaube nicht, dass man viel Geschwindigkeit rausholen kann, man kann aber viel Kraft sparen. Also viel Kraft, die man für einen Abstoß oder für eine gewisse Geschwindigkeit braucht. Es gibt genug verschiedene Möglichkeiten, um in dieser topmodernen und entwickelten Trainingslandschaft Zoom-Trainings noch effektiver zu machen. Mal sicher als Letzter bin ich viel fitter, ich fühle mich auch viel besser. Wir haben auch viel mehr Motivation, wir sind auch viel mehr raus und ich bin Naturbursche und gehe gerne raus und trainiere. Und dann haben es vielleicht auch alte Hobbys von mir, wie Biken, wieder geweckt und ich bin auch in Freizeit sehr viel biken und wandern. In dem Fall positive Vorzeichen oder auf die Saison? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir fühlen uns alle viel besser. Wirklich. Und das meint auch der Fitnesstrainer. Was ich kann sagen ist, dass die Mannschaft jetzt fit ist. Und wir probieren dort sicher auch nach der Ferien das Beste zu geben. Eben, wir haben dort noch 7 Wochen Zeit auf dem Eis zum Arbeiten, aber auch neben dem Eis, dass nachher die ersten Wettkämpfe wirklich gut stattfinden können. Als nächstes zieht das Kopf durch die Lüfte während 2 Wochen Ferien und dann Vollgas in Richtung Eistraining.